Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Dogman Dancer. Natürlich mit mir vom Sunny. So, prinzipiell wissen wir ja schon, was wir jetzt machen müssen. Tauschen gehen. Verdammt. Ja, also wir haben ja jetzt leider uns genug Tipps durchgelesen, dass wir da weiterkommen. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht rumprobiert habe, diesen Geist da unten einfach umzuprügeln vorher. Aber ja, bin ich nicht drauf gekommen. Echt schade. Die kultivierte Dame müsste den anderen Gegenstand für uns haben. Aber natürlich. Perfekt. Okay. So, ich hoffe, das war doch das Richtige. Ja, war's. Okay, gut. So. Müssen wir jetzt eigentlich den unten kaputt machen oder den oben? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube den unten, ne? Das kann ich nicht gebrauchen. Ja. Okay. Bei dem unten haben wir auch irgendwie eine Aussage bekommen von wegen, ich muss sehen, dass er irgendwas hat oder sowas. Da war irgendwie was. Jetzt sehen wir halt, dass er hier Luft verliert. Was machst du da? Ach das? Ich weiß nicht. Das ist ein offenes Ventil. Ich habe vor, es zu schließen. Warte! Damit würde der Druck zu hoch und... Ich weiß schon. Schauen wir doch mal, was dann passiert. Aua! Okay. Das tut verdammt weh! Warum hast du das getan? Weil es mir helfen wird, den Mann zu finden, den ich suche. Aber hauptsächlich ging es darum, deinen Gesichtsausdruck dabei zu sehen. Und jetzt kann ich den hier wieder mitnehmen. Hi. Diese Charaktere sind schon irgendwie drastisch, sage ich jetzt mal. So. Okay, hier ist auch kein Geist, oder? Okay. Mit bloßen Händen kriege ich es nicht auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns das dabei hilft. Das war ein harter Schlag. Was ist passiert? Moment mal. Ich habe die Wand übernommen. Ich bin in der Wand gefangen. Keine Panik. Sie haben gesagt, Panik macht es nur schlimmer. Ich kann meinen Herzschlag nicht hören. Ich habe keinen Herzschlag. Okay. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich glaube, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt für Panik. Ja. Yeah. Ich bin eine Wand. Wenn ich nicht so panisch wäre, könnte ich das vielleicht sogar als interessante Erfahrung verbuchen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um mit Selbstgesprächen anzufangen. Außerdem führe ich immer Selbstgespräche. Ja. Moment mal. Ich bin die Wand. Die andere Seite führt zum Tatort. Ich muss mich nur umdrehen und... Ja, das ist angenehm und ruhig. Jetzt geht's mir viel besser. Hey, wie bist du hier reingekommen? Lange Geschichte, Alter. Was willst du von mir? Wir werden nur einen kleinen Plausch halten. Okay. Sagen Sie, Mr. Oh, ein Bewunderer. Sie sind weit gereist, um mich zu treffen, bis ins Jenseits. Ich fühle mich geehrt. Ich bin nicht gekommen, um Sie zu treffen. Das heißt doch, aber ich bin kein Bewunderer. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind. Ach, die Jahre. Sie waren nicht gnädig zu meinem Aussehen, aber ich versichere Ihnen, ich bin Roger Romero. Okay, Mr. Romero. Ich bin hergekommen, um Ihnen einige Fragen zu stellen. Aber gerne. Ist das ein Interview? Fragen Sie, was Sie wollen. Ich muss die Verbindung zwischen ihm und Doc finden.
Nadja scheint das fehlende Glied zu sein. Aber wer ist dieser Roger? Ich lasse ihn erst mal reden, bevor ich mit dem Verhör beginne. Fangen wir von vorne an. Sagen Sie mir Ihren Namen und erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Oh, das ist eine dieser Geschichten. Ich bedarf eigentlich keiner Vorstellung. Ich bin der Magnifico Roger Romero, Mime Extraordinaire, berühmter Bodybuilder und Ex-Entrepreneur und Erfinder des Romero-Riegels, des einzigen Gesundheitsriegels, der Haarausfall verhindert. Aber Sie sind dick und ich bin ziemlich sicher, dass Sie eine Perücke tragen. So ist das eben, wenn man pleite geht und keine Romero-Riegel mehr essen kann. Schuld haben die Konsumenten. Die Romero-Riegel waren einfach ihre Zeit voraus. Jahre voller Hamburger konnten dieses Loch in meinem Herzen nicht stopfen. Dafür aber die Arterien. Und die ziemlich gründlich. Okay, konzentrieren wir uns auf... Okay, wir fragen... Ernsthaft? Sie haben noch gar nicht erwähnt, wie das Motel in Ihr Leben passt. Wie sind Sie hierher gekommen? Nun, ich habe dieses wunderschöne viktorianische Haus, übrigens das einzige in Lissabon, für meinen Lebensabend gekauft. Aber für mich allein war es zu groß. Also habe ich beschlossen, es als Petit Motel zu eröffnen. Außerdem hatte ich noch Schulden wegen der Romero-Riegeln. Eine gute Entscheidungshilfe. Das führt zu nichts. Ich probiere etwas anderes. Okay. Sie sagten, dass Sie Schauspieler sind. Sie haben diesen Teil Ihres Lebens nicht wirklich hinter sich gelassen, richtig? Was wollen Sie damit andeuten? Nur, dass hier viele Scheinwerfer, Kabel, Kameras und Kostüme herumliegen. Oh ja, natürlich. Erinnerungen an mein Leben als Star. Andenken, sozusagen. Und das ist jetzt alles Vergangenheit? Naja, im Moment schon. Aber Sie haben vielleicht gehört, solche Nachrichten verbreiten sich unter euch Paparazzi ja wie die Fliegen, dass ich mein Comeback vorbereitet habe. Ein großes Comeback. Ich stand kurz vor meinem ersten Film mit Cavera nach mehr als 20 Jahren. Es sollte ein Werwolf-Film werden. Und wie Sie wissen, bedeutet ein Werwolf-Morphing für einen Horrorregisseur wie Olivenia den Durchbruch oder den Absturz. Schon seltsam, dass es sein Debüt werden sollte. Ein Werwolf? Das riecht aber verdammt nach Dork. Zeit, die Strategie zu ändern und mit den ernsthaften Fragen anzufangen. Was wissen Sie über Dork Mendonça? Ich weiß nicht, was die Boulevardpresse schreibt, aber ich hatte noch nie Kontakt zu diesem Mann. Ich weiß nicht mal, wer dieser Dork Mendonça überhaupt ist. Das ist seltsam. Er ist nämlich in Ihrem Hotel verschwunden. Er war mit einer Frau namens Nadja zusammen. Klingelt da irgendwas? Ich kenne keine Frau dieses Namens. Sie untersuchten einen Zigeunerfluch. Darüber wissen Sie vermutlich auch nichts, oder? Nein, natürlich nicht. Es gab auch Gerüchte über eine Verschwörung. Die Mitglieder sollen sich in diesem Motel getroffen haben. Unsinn! Ist das eine dieser Geschichten? Das Motel Romero war seit dem Tag seiner Eröffnung ein Ort für die ganze Familie. Ein Ort, an den man seine Kinder bringen kann. Ich unterhalte keine Beziehungen zu unerwünschten Elementen der Gesellschaft. Ich kenne die von Ihnen erwähnten Personen nicht. Und Zigeunerflüche? Pff, es gibt keine Zigeunerflüche. In Ordnung, Mr. Romero. Wenn Sie nicht nett zu mir sind, bin ich es auch nicht zu Ihnen. Okay. Nach Doc und Nadja fragen. Sie behaupten also, nichts über einen Mann namens Doc und ein Mädchen namens Nadja zu wissen. So ist es. Von Doc Mediocre habe ich vielleicht schon gehört. Ist er ein Wrestler oder sowas? Der Name klingt wie ein Wrestler. Hitzköpfig und aggressiv. Ein schmieriger Frauenschläger und ein rosa Tütü. Aber diese Frau, Nadja... Ich kenne niemanden, der so heißt. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der so heißt. Nein, nein. Konfrontieren. Das ist merkwürdig. Denn einer ihrer früheren Partner hat sie direkt mit ihr in Verbindung gebracht. Verleumdungen. Wie kann dieser undankbare Hohlkopf meinen Namen beschmutzen? Nach allem, was ich für ihn getan habe. Ich habe ein Foto gesehen, auf dem sie beide gemeinsam drauf waren. Das bedeutet gar nichts.
Heutzutage kann jeder alle möglichen Gesichter auf ein Foto klatschen. Es war aber ein richtig altes Foto. Also, ich weiß wirklich nicht, woher Sie all diese Gerüchte haben. Ist das so eine Geschichte? Ich sagte Ihnen doch, ich kenne niemanden dieses Namens. Irgendwas ist seltsam. Aber was? Ich kenne niemanden dieses Namens. Ich denke, es geht um dieses Namens. Ich denke, die hat jetzt einen anderen Namen. Dann kennen Sie sie ja vielleicht unter einem anderen Namen, oder? Nein, ja. Natürlich nicht. Sie zögern ziemlich oft. Was sollen plötzlich diese Anschuldigungen? Was für eine Story wollen Sie denn schreiben? Sie sind der schlechteste Journalist aller Zeiten. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber Nadia ist vielleicht gar nicht ihr richtiger Name. Vielleicht ist sie diejenige, die etwas verbirgt. Warum haben Sie so große Angst davor, über den Zigeunerfluch zu sprechen? Ha! Es gibt keine Zigeunerflüche! Ein großer Mann wie Sie kann doch nicht abergläubisch sein. Korrekt. Ich meine, Sie sind so voller Stolz. Da ist einfach kein Platz für irgendetwas anderes. Spielen Sie jetzt auf mein Gewicht an? Ist es so eine Geschichte? Nein, nein, das würde mir schwer fallen. Sogar bei Ihnen. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich früher ziemlich muskulös war. Die vielen Hamburger waren nötig, um das Loch zu stopfen, das die Romero-Riegel in meinem Leben hinterlassen hatten. Und sie haben meine Arterien ordentlich gefüllt. Bis zum Schluss. Irgendwas ist seltsam. Aber was? Todesursache, ja. Ich bin auch schon die ganze Zeit überlegen. Er scheint der Meinung zu sein, dass er einfach einen Herzfurz hatte. Haben die Hamburger ihre Arterien verstopft? Hatten sie ein schwaches Herz? Das heißt, sie wurden nicht ermordet? Leider nicht. Das wäre eine tragische Geschichte gewesen. Ich hätte es auf die Titelseiten geschafft. Aber es waren wirklich nur die Hamburger. Und ein Herz, das es leid war, gegen die Wellen anzukämpfen. Ich frage mich, ob er immer noch versucht, seine Angst vor einem Zigeunerfluch zu verbergen. Oder ob er ehrlich ist und die Todesursache nichts damit zu tun hat. Wie auch immer, das wirft andere Fragen auf. Danach habe ich zwar nicht gefragt, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Warum verbergen Sie die zahlreichen Treffen mit Ihren Freunden? Glauben Sie mir, wenn ich Freunde hätte, die es wert sind, dass man sie verbirgt, dann hätten sie keinen Grund, sich zu verbergen. Was? Ich verstehe schon. Das alles ist direkt vor Ihrer Nase passiert. Und Sie haben einfach weggesehen. Genau. Ich habe alle Gäste mit meinem bekannten Charme und meiner Herzenswärme beglückt. Wie soll ich mir da die Namen von gerade mal zwei davon merken? Irgendwas ist seltsam. Aber Sie haben nicht gesagt, dass es nur zwei waren. Warum sagten Sie zwei? Ich habe nichts von zwei Männern gesagt. Ich weiß nicht, einfach so. Warum sollten es sonst nur zwei Männer sein? Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir. Wie hießen Sie? Ich sagte Ihnen bereits, dass ich die zwei Herren nicht kenne, die sich angeblich in meinem Hotel getroffen haben. Er wird es weiterhin leugnen, aber er weiß es mit Sicherheit. Das darf ich nicht vergessen. Ihn fertig machen. Okay, ich habe genug gehört. Ich sage Ihnen jetzt, was für eine Geschichte ich aus Ihren Ausführungen machen kann. Nach dem Konkurs Ihrer Romero-Riegel hatten Sie erhebliche Schulden. Wie jeder ohne Fähigkeiten und ohne Verstand, suchten Sie sich Hilfe bei den falschen Leuten. Um aus dem Ärger rauszukommen, haben Sie beschlossen, das Einzige zu tun, von dem Sie etwas verstehen. Einen Film drehen. Sie und Ihre Freundin haben von diesem Werwolf-Detektiv erfahren und wollten ihn für Ihren Film entführen. Nein, das stimmt nicht. Sehen Sie sich doch mal an. Sie können nicht schauspielern. Und Ihr gutes Aussehen ist längst Vergangenheit. Sie brauchten unbedingt einen echten Werwolf. Aber als Sie erfuhren, dass es Nadia gelungen war, ihn zu umgarnen, waren Sie so aufgeregt, dass Sie einen Herzinfarkt erlitten. Das stimmt überhaupt nicht. Sie hätte mit diesem schrecklichen Mann niemals etwas zu tun haben wollen.
Geben Sie es zu. Sie haben den Zigeunerfluch erfunden, um meinen Boss herzulocken, damit Nadja und Sie Ihre Schulden loswerden konnten. Hören Sie damit auf! Ihr Name war nicht Nadja. Was? Ich sagte, Ihr Name war nicht Nadja. Sie hieß Mirela. Nadja war nur Ihr Bühnenname, mit dem sie ihre Roma-Herkunft verbarg. Sie war reizend. Sie wollte nicht danach beurteilt werden, wo sie herkam. Wollte nicht danach beurteilt werden, wie sie aussah. Und sie sah fantastisch aus. Immer witzig, immer mutig. Viel mutiger als ich, keine Frage. Sie haben kein Recht, Ihren Namen so in den Schmutz zu ziehen. Ich glaube, es ist Zeit für ein Geständnis. Meine Güte, ich bin ja sowieso schon tot. Mein Ruf kann auch nicht weiter sinken. Macht euch bereit für eine Meer voller Kummer und Reue. Das ist so eine Geschichte. Ich war nie besonders klug, hatte aber ein großes Herz. Ich war zwar ziemlich muskulös, aber auch ein Feigling. Und ich mochte sie. Wirklich. Thomas Cavera und dieses Monster kamen zu mir. Er suchte kein Talent. Denn das hatte ich ohnehin nicht. Er wollte nur mein Aussehen. Mein Aussehen und mein enormes Ego. Ich hätte alles dafür getan, auf der Leinwand zu glänzen. Wir haben zusammen Monsterfilme gedreht. Jede Menge sogar. Keiner davon war ein großer Erfolg, aber einige Zuschauer fanden die Spezialeffekte großartig. Das war lange vor CGI, wissen Sie. Und manchmal, wenn wir eine weibliche Hauptrolle besetzen mussten, war auch Mirela dabei. Sie hat mich nie wie einen Handlanger behandelt. Sie war nett zu mir. Aber sie konnte ihre Roma-Herkunft nicht verleugnen. Die grünen Augen, das schwarze Haar. Ja, sie war eine Zigeunerin. Das waren andere Zeiten damals. Ich wusste nicht, was wir taten. Damals jedenfalls noch nicht. Diese schrecklichen Dinge. Als sie auf dieser Bühne starb, ließen die anderen sie verbluten. Ich war zu verängstigt, um etwas zu unternehmen. Sie hat uns verflucht. Uns alle. Mirela hat uns mit ihrem letzten Atemzug verflucht, während Blut aus ihrem Mund quoll. Und wir schworen, niemals auch nur einer Seele davon zu erzählen. Cavera und das Monster besuchten mich regelmäßig, um sich zu vergewissern, dass ich mich noch an unseren Schwur hielt, um mich daran zu erinnern. Beim letzten Mal ging es sogar um einen neuen Film. Der Teil hat gestimmt. Und ich war zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder richtig aufgeregt. Und dann kam sie zurück. Genauso schön wie an ihrem Todestag, bewahrt wie eine Rose aus Stein. Ihre Augen durchbohrten mich, durchbohrten mein krankes, erschöpftes, geschundenes Herz, bis es zu schlagen aufhörte. Ich habe keine Ausreden mehr. Moment, was waren das für schreckliche Dinge? Wer war das Monster? Was... Was zum... Hasul! Du... Ich war so nah dran. Jetzt muss ich den nächsten Mondzyklus abwarten, bis ich wieder ein Geist werden kann. Ich weiß. Ich sagte, du sollst mich aufwecken, bevor die Kerze erlischt. Danke. Sonst säß ich dort in der Falle. Wenigstens habe ich jetzt den Namen des Regisseurs. Aber ich kenne ihn nicht. Aber es gibt einen Ausweg. Mein Freund Vasco liebt dieses Zeug. Und bei seinem lexikanischen Filmwissen sagt ihm vielleicht auch dieser Name etwas. Er ist ein richtiger Nerd. Ich sollte ihn anrufen. Hallo? Vasco? Hey, Mann, wie geht's? Pass auf, ich brauche eine kurze Auskunft. Sagt dir der Name Thomas Cavera irgendwas? Wo soll ich dich treffen? Ein Freizeitpark? Was? Bin schon unterwegs. Gehen wir, Pasul. Schreck. Maravilloso Mundo de Cavera. Willkommen in der Maravilloso Mundo de Cavera.
Ein Freizeitpark in Lissabon, der die Filme eines einheimischen Regisseurs als Motto hat? Warum habe ich davon noch nie gehört? Naja, der Ort ist ziemlich kultig. Und du lässt dich leicht ablenken. Von blinkenden Lichtern zum Beispiel. Also, was kannst du mir über diesen Regisseur und diesen Ort erzählen? Cavera ist ein Kultmaestro. Er hat in den 70ern und 80ern einige Monsterfilme gedreht. Alles Klassiker. Monsterfilme? Kein Wunder, dass Doktor ermittelt. Was war so besonders an ihm? Naja, die Handlung war meistens ziemlich fadenscheinig. Es ging immer um einen Typen, der sich in ein Monster verwandelt und dann gegen andere Monster kämpft. Aber was die Spezialeffekte angeht, war er ein verkanntes Genie. Seine blutrünstige Darstellung der Kämpfe und die Kostüme waren großartig. Da kann jeder Kaiju-Film einpacken. Er war die Inspiration für moderne Klassiker wie Die menschliche Waschmaschine oder Sohn der menschlichen Waschmaschine. Okay. Mit dem sollte ich mal ein paar Worte wechseln. Wo finde ich ihn? Er lebt sehr zurückgezogen in seinem eigenen Privatkino, irgendwo im Labyrinth des Parks. Es heißt, der gesamte Freizeitpark sei ein Test, um herauszufinden, ob jemand würdig ist, ihn zu treffen. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Toll. Er ist meine einzige Spur und wir müssen ein gewaltiges Rätsel lösen, um ihn zu finden. Diese Nacht wird immer besser. Okay. Krass. Ja, dann gucken wir uns mal um. Moment, wir können uns nochmal unterhalten. Also, Vasco. Kann ich deine Marke haben, damit ich einen Kaffee kriege? Natürlich, Yuriko. Aber pass gut drauf auf, ist ein Sammlerstück. Ja, ja. Also, Vasco. Was weißt du über Zigeunerflüche? Ich weiß, dass du zum Entfernen verfluchter Gegenstände einen Segen brauchst. Oder eine Schriftrolle der Fluchaufhebung. Danke. Schon okay. Kostet nur 3 GP. Das war gerade eine Diablo-Referenz. Also, Vasco. Also, Diablo 1. Ich muss zugeben, ich habe die späteren Teile kaum gespielt. Weißt du, wie man Cavera finden kann? Weißt du, wie genau man den Cavera Text geben, finden den wir kann? Schon kennen. Naja, als erstes musst du durch das Labyrinth, dann okay, musst das du die Kanzi. Danke. Aber hier was anderes? Wie findest du das, Pasul? Ein Freizeitpark. Wir können arbeiten und gleichzeitig Spaß haben. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren, Cavera aufzuspüren und herauszufinden, was er mit Doc zu tun hat. Ich muss zugeben, ich finde den Käfer cool. Na, was liegt an, Gargoyle? Ich bin ja so aufgeregt. Wo wir schon mal da sind, will ich auch alles fahren. Ich fürchte, dafür bist du nicht groß genug, mein Lieber. Haha, Yuriko. Sehr witzig. Warte nur, bis mein Körper nachgewachsen ist. Okay. Gut zu wissen. Ich habe mich schon gefragt, ob man ihm einen neuen Körper machen muss oder so, aber er wächst nach. Okay. Können in den Gastronomiebereich. Na komm, hau den Lukas, das müssen wir mal machen. Würde mich nicht wundern, wenn wir da irgendeinen Trick... Komm her und teste deine Stärke. Hast du es drauf, die Glocke zum Schlagen zu bringen? Ich möchte es versuchen. Du? Na gut, wenn du den Hammer hochheben kannst. Oha. Ich habe eigentlich immer einen fiesen Spruch auf Lager, aber das war einfach zu traurig. Hey, das Ding ist manipuliert. Die Scheibe bleibt auf dem Weg nach oben hängen. Das ist Betrug. Faule Ausreden von einem erbärmlichen Möchtegern-Mann. Der Nächste. Hinter mir ist doch niemand. Der Nächste. Okay. Okay, wir werden also irgendwie mit dieser... damit rumbosseln müssen. Warum auch immer wir das tun müssen, aber ich wette, wir werden das tun müssen. Da können wir zum Labyrinth gehen. Schießbude. Der gleiche Ladies Typ. Ladies und Gentlemen, hier zeigt sich, wer wirklich trefflicher ist. Die Männer beeindrucken die Damen. Die Damen zeigen, dass sie keine Männer brauchen, die für sie antreten. Alle sind Sieger. Hallo. Ich würde es gerne mal probieren. Viel Glück. Nicht, dass so ein attraktiver Mann das nötig hätte. Psst.
Schade eigentlich. Tja, da gerät die Männlichkeit ins Wanken. Hey, das ist unfair. Das Fadenkreuz ist verstellt. Spar dir die Ausreden für deine peinliche Vorstellung. Du machst dich damit nur selbst zum Narren. Okay. Also hier wäre dann das Labyrinth. Ich weiß nicht, lohnt es sich gleich ins Labyrinth zu gehen? Oder wollen wir erst... Ich würde sagen, wir gucken erst noch mal im Gastronomiebereich. Warte mal, hier irgendwo ist was ich anklicken kann. War irgendwas mit Gerüst. Haltegerüst. Wenn ich es bewege, kann ich dadurch auch nicht besser zielen. Ah... Das ist die Rückseite der Bude. Okay, okay. Verstehe. Okay. Hier ist nichts. Gut, dann zum Gastronomiebereich. Barista, Salathändlerin, Mentalist. Kann ich etwas von diesem Olivenöl bekommen? Ach, so ein Kunde bist du. Nichts kaufen, aber umsonst Salatdressing abgreifen wollen. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ich etwas von diesem Öl haben kann. Bedien dich. Tu einfach so, als wärst du ein ganz besonders toller Hecht. Dann kriegst du alles gratis. Ich nehme nur das hier. Diesen ganzen Bottich da weggenommen. Alter. Ich hätte gern einen Kaffee. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Nur Mitarbeiter werden um diese Zeit bedient. Ich bin ein Mitarbeiter. Ach ja? Wo ist deine Marke? In meinem Maskottchenkostüm. Ich hole es schnell. Aber wir haben eine Marke. Ich hätte gern einen Kaffee. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Nur Mitarbeiter werden um diese Zeit bedient. Ich bin ein Mitarbeiter. Ach ja? Wo ist deine Marke? Das ist eine Praktikantenmarke. Ich bediene nur Mitarbeiter, keine Praktikanten. Eine Praktikantenstelle ohne Kaffeeversorgung. Es lebe die Karriere als Freizeitparkmaskottchen. Ich spare mir jedes Urteil. Aber wer hier arbeitet, ist schon ganz unten angekommen. Ich brauche diese Marke nicht mehr. Ernsthaft? Wir haben jetzt einfach die Marke weggeschmissen, weil wir sie... weil sie uns eh nicht weiterhilft? Oh, wie gemein. Okay, ich würde sagen, wir hören dann da heute auf. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir gucken uns hier das nächste Mal dann weiter um. Bis dahin hoffe ich, geht es euch allen gut und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und jetzt habe ich das Doppelbild gesagt. Ciao, euer Sunny.